Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 6 vom BioSepp Adventskalender und gleichzeitig Happy Nikolaus an alle da draußen. Zum Nikolaus passend habe ich heute ein weihnachtliches Tier, wo ich ein paar interessante Fakten zu habe, nämlich das Rentier oder auch Ren oder auch Karibu, wenn es in Nordamerika wohnt. Und zwar ist das das so ziemlich größte Landsäugetier, was am nördlichsten überhaupt auf unserem Planeten wohnt. Es kommt bis fast zum Nordpol eigentlich vor und läuft da in teilweise riesigen Herden rum. Es gibt zum Beispiel Überlieferungen, dass es einzelne Herden gibt oder zumindest gab von bis zu 1 Million Tiere. 1 Million Tiere. Das war in den letzten Jahrzehnten vielleicht so, mittlerweile leider nicht mehr ganz. Es ist stark geschrumpft, der Bestand, und heutzutage ist das Rentier leider bedroht. Unter anderem auch, weil der Mensch ohne Ende von dem Lebensraum des Rentieres abgräbt und für sich benutzt. Und deswegen hat das Rentier kein Wohnzimmer mehr, wo es leben kann. Aber das Rentier ist tatsächlich sehr gut angepasst an dieses Leben ganz weit im Norden. Da ist es ja sehr kalt und da schneit es auch viel. Und entsprechend hat das Rentier fast schon Schneeschuhe, denn die können ihre Füße sehr weit spreizen, damit sie nicht so tief einsinken und deswegen sehr energiesparend über den Schnee drüber wandern. Und witzigerweise, beim durch den Schnee wandern, klicken die so. Das machen die nicht mit dem Mund oder so, sondern wenn wir uns hinknien, du wahrscheinlich auch, dann knicken die knacken die Knie so ein bisschen. Und beim Rentier ist das genau das Gleiche. Da überspringt immer so eine Sehne im Fuß und deswegen klickt dieses Rentier immer, wenn es geht. Und das hat einen evolutionären Sinn, denn damit kann das Rentier rausfinden, wie der nebenan, wie groß der so ist, selbst im Schneesturm zum Beispiel und auch in der Selektion ist das eine ganz interessante Entwicklung, die die Rentiere da gemacht haben. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch erzählen, und zwar das Rentier ist so ziemlich der einzige Hirsch, der weltweit domestiziert wurde. Denn die Samen, das ist so ein kleines Völkchen, die haben es geschafft, Rentiere im Grunde wie Haustiere zu halten und die domestiziert. Das heißt, die nutzen die zum Beispiel zum Schlittenziehen. Und mittlerweile gibt es sogar auch eine kleine Herde in Schottland bei der Glenlivet Brauerei oder Brennerei wohl eher. Die machen nämlich Whisky, aber sie haben jetzt auch Rentiere. Warum nicht? Ist ein cooles Tier. Das waren die Fakten von mir zum Rentier. Wenn dir diese Fakten gefallen haben, schau auf jeden Fall auf biosepp.de vorbei. Da findest du auch noch ganz viele Links zu anderen Plattformen zum Beispiel, auf denen ich auch unterwegs bin. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß und bis bald.